zusammen und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video und heute dreht sich wieder alles um Action-Kameras, genauer genommen um GoPros. Ich habe jetzt hier als Beispiel mal die 11 in der Hand oder auch die 10. Das, was ich euch hier zeigen möchte, ist für beide Kameras das gleiche und einiges der Einstellungen kann man sogar hier für diese alte GoPro Hero 4 Black übernehmen und verwenden und anwenden. Und ja, es soll einfach mal darum gehen, wie stelle ich meine GoPros ein, wenn ich damit filme. Und ja, ich werde euch das Ganze zeigen an der Hero 11, denn hier haben wir die meisten Möglichkeiten. Bei der Hero 10 ist es dann schon ein bisschen weniger, bei der Hero 9 ist es noch ein bisschen weniger. Aber meistens geht es da eigentlich nur um den Farbbereich, den man einstellen kann. Also ob man GoPro-Farben nutzen möchte oder wie es heutzutage heißt, dynamisch, natürlich oder eben flat. Ansonsten ist es relativ ähnlich. Bei der Hero 11 ist jetzt noch 10-Bit mit dazugekommen, was man noch aktivieren kann. Aber im Groben kann man das eigentlich auf alle GoPros so übernehmen, diese Einstellungen. Und ich würde sagen, wir wechseln einfach mal die Kameraperspektive. Jetzt habe ich hier nicht den super-duper Unboxing-Tisch, wo ich euch das schön zeigen kann, weil ich ja eigentlich eher draußen unterwegs bin als hier drin. Aber das Wetter lässt mir einfach keine andere Wahl, als dieses Video wieder einmal hier drin aufzunehmen. Ich wäre lieber draußen gewesen. Aber ich hoffe, das geht für euch trotzdem so in Ordnung. Und ich würde sagen, wir wechseln die Kamera und ich zeige euch, wie ich meine GoPros einstelle. So, ich hoffe, das Ganze funktioniert hier so, wie ich mir das vorstelle und denke. Ich schalte jetzt die Hero 11 erstmal ein. So, und das Erste, was ich jetzt hier mache, ich setze die Kamera auf Werkseinstellungen zurück, zurücksetzen, Voreinstellungen zurücksetzen, Kameratipps zurücksetzen, zurück auf Werkseinstellungen. Und das machen wir jetzt. Und dann richten wir die GoPro gemeinsam ein. Ich denke, so ist es für jeden am einfachsten nachvollziehbar. Jetzt haben wir natürlich die nervigen Signaltöne wieder an, die ich normalerweise deaktiviere. Und ja, so in etwa empfängt euch eure GoPro, wenn ihr sie neu gekauft habt. Ich möchte natürlich Deutsch und nicht Italienisch. Rechtliche Hinweise müssen wir zustimmen. GPS machen wir jetzt erstmal ein, habe ich normalerweise aus. Und jetzt kommt etwas, was man leider irgendwie nicht mehr umgehen kann. Und zwar müsst ihr die Kamera koppeln mit der GoPro Quick App. Und damit war es das auch schon. Ich hatte die natürlich schon mal verbunden, deswegen ging das bei mir jetzt relativ zügig. Eine einfache Bedienung brauche ich nicht. So, und so begrüßt euch jetzt eure neue GoPro quasi. Das ist das ja, standardisierte Menü, was ihr dann seht, beziehungsweise so startet die Kamera. Ich bleibe jetzt mal auf Video und dann ziehen wir von oben nach unten. Und hier können wir jetzt auf Einstellungen wechseln. Und das Erste, was man machen sollte, ist Videomodus am höchsten einstellen. Wenn ihr das ändert, diese Einstellung, dann könnt ihr hier eingehen auf verlängerte Akkulaufzeit oder längste Akkulaufzeit. Allerdings geht dann auch die Bitrate eurer Videos nach unten und die Qualität der Videos wird zunehmend schlechter. Also ich empfehle, kauft euch einen zusätzlichen Akku und ja, bleibt auf höchsten Einstellungen auf jeden Fall. Dann geht man wieder von oben nach unten und diese Funktion jetzt hier, die ist zum Beispiel bei der Hero 11 auch neu, nämlich Steuerung einfach. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen in die professionellen Einstellungen rein und der Unterschied zum Beispiel ist, dass wir jetzt hier unten ein Menü abgelegt haben, was uns GoPro vorgibt, wo wir standardisierte Videoprofile quasi uns anlegen können. Ich zeige euch das jetzt hier mal am Standardprofil. 5,3K ist jetzt hier eingestellt, das klicken wir mal an und dann seht ihr, gibt es hier noch weitere, die hier hinterlegt sind, die ihr jetzt auswählen könntet. Und wir bearbeiten jetzt einfach heute mal nur das Standard und da seht ihr schon, eingestellt ist Auflösung 5K mit 30 Frames. Das könntet ihr jetzt wechseln bis auf 60 Frames. Ihr könnt aber auch 4K 120 euch als Standard einstellen oder was auch immer ihr möchtet. Ich bleibe bei 5,3K
mit 30 Frames. Das ist für mich so in Ordnung. Ihr könnt jetzt hier oben auswählen, ob ihr 16:9 haben wollt, ob ihr 4:3 haben wollt oder ob ihr, wenn ihr zum Beispiel Instagram Stories oder auf YouTube Shorts machen wollt oder einfach Hochkant-Videos machen wollt, dann empfiehlt sich natürlich auch 8:7 als Aufnahmeformat. Und dann schneidet ihr eure Videos im Nachgang dann quasi passend, entweder auf 16:9 oder eben auf Hochkantformat, je nachdem, wie ihr es wollt. Ich mache weder Shorts noch mache ich Instagram Stories. Deswegen bleibt das bei mir von vornherein gleich auf 16:9, spare mir einfach die Arbeit. Was man machen kann, wäre noch 60 Frames, wenn ihr jetzt wisst, irgendwie ihr braucht vielleicht Slow Motion unterwegs oder so im Nachgang dann im Schnitt. Dann stellt auch gern gleich auf 5,3K mit 60 Frames per Second ein. Immer bedenken, umso mehr Bilder pro Sekunde ihr aufnehmt, umso weniger Licht erreicht am Ende des Tages den Sensor. Und die Sensoren einer Actioncam sind halt nicht riesig groß. Und da muss man schon ein bisschen drauf achten, sonst geht schnell die Bildqualität in die Knie. Okay, wir lassen jetzt 5,3K. Das lassen wir alles so eingestellt, bestätigen das, indem wir da einfach draufklicken. Jetzt haben wir hier die unterschiedlichen Objektive. Das sind einfach tatsächlich softwareseitige Objektive, wenn ihr so wollt. Am Ende des Tages ist es nichts weiter als ein Crop, wenn man so möchte. Allerdings mit dem Unterschied, dass es zum Beispiel eine Horizontsperre gibt. Hier an der GoPro Hero 11, das gibt es bei der 10 auch. Kam per Firmware-Update später dann noch mit dazu. Was macht das Ganze? Weites Sichtfeld ohne Fischaugeneffekt, Horizontalsperre für eine volle 360-Grad-Drehung. Das heißt, ihr könnt die Kamera drehen und das Bild bleibt trotzdem gerade. Wenn ihr das braucht, könnt ihr auch noch mal in meinem Vergleichsvideo GoPro 11 gegen GoPro 10 reinschauen. Da gibt es diese Sequenz, wo ich das mal gemacht habe, im Vergleich. Okay. Dann gibt es einfach nur linear, da hat man dann einen umgerechneten Bildwinkel von 19 bis 39 mm in etwa. Da habt ihr ein Sichtfeld ohne Fischaugeneffekt. Dann kommen wir auf weit. Weit bedeutet 16 bis 34 mm, das heißt, wir werden schon weitwinkliger. Und ihr habt schon ein leichtes Fischaugeneffekt oder einen leichten Fischaugeneffekt, wenn ihr die Kamera nicht quasi horizontal ausrichtet. Seht ihr, da verbiegt sich hinten, deswegen habe ich extra die Tastatur da hinten hingestellt, damit ihr das vielleicht ein bisschen so sehen könnt. Dann kommen wir mal noch zu Super View und hier seht ihr jetzt, wird das Ganze noch extremer, aber ihr habt dann 16 mm und seid noch weitwinkliger und jetzt bei der Hero 11 gibt es noch Hyperview und da haben wir dann 12 mm und wenn ich jetzt die Kamera kippe, wenn dann nicht immer da diese Meldung zeigen würde, wäre es auch ein bisschen einfacher, euch das zu zeigen. Und dann seht ihr aber, wie sehr sich das direkt verkrümmt. Meine Standardeinstellung ist eigentlich in der Regel mittlerweile weit. Früher habe ich immer linear verwendet, aber mit weit kommt man eigentlich auch ganz gut voran, finde ich. Also ich wechsle oft zwischen weit und linear. Okay. Hypersmooth ist standardmäßig in der einfachsten Form aktiviert. Das reicht in der Regel eigentlich nicht aus. Ich empfehle euch, kostet natürlich wieder Akkulaufzeit und es kostet auch noch ein bisschen was vom Bildausschnitt. Deswegen macht sich weit einfach auch besser. Stellt Hypersmooth einfach auf Auto Boost. Da erkennt die Kamera selber, wann sie arbeiten muss mit der Stabilisierung und macht das dann auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Einzige Problem ist manchmal, wenn man langsame Kurven macht oder langsame Schwenks, dann erkennt sie manchmal nicht, dass man das eigentlich bewusst haben möchte und versucht das dann zu blockieren, aufzuhalten, was nicht immer vom Vorteil ist. Also das ist meine Einstellung, Auto Boost bei Hypersmooth. Geplante Aufnahme mache ich eigentlich nicht. Ich mache auch kein Aufnahmelimit, stelle ich nicht ein und Hindsight nutze ich auch nicht. Da wird permanent aufgenommen quasi und wenn ihr die Aufnahmetaste drückt, dann werden schon 10 Sekunden im Voraus euch mit in das Video aufgenommen quasi. Einen Timer brauche ich auch nicht und Zoom verwende ich auch nicht. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, nämlich Brotune. Und der Grund, warum ich jetzt hier auch die Hero 11 genommen habe, ist 10 Bit.
die sind standardmäßig deaktiviert. Und wenn ihr damit arbeiten wollt und könnt, weil euer Rechner das von der Leistung her kann, dann stellt unbedingt auf 10 Bit. Noch wichtiger oder genauso wichtig ist die Bitrate, die nämlich standardmäßig auf Standard ist, auf hoch einzustellen. Bringt einfach wesentlich mehr Details ins Bild. Verschlusszeit, wenn ihr keine ND-Filter verwendet, lasst die ruhig auf automatisch stehen, das stört überhaupt nicht. Belichtungskorrektur nehme ich persönlich immer auf minus 0,5. Das hat den Vorteil, dass ein sehr heller Himmel nicht zu schnell ausbrennt. Weißabgleich lasse ich in der Regel auf automatisch, aber was man auch immer machen kann, ist auf Tageslicht zu stellen. Das sind 5500 Kelvin oder 6000 Kelvin. Das müsst ihr mal probieren, was euch da besser gefällt. 6000 Kelvin ist schon relativ warm, ist eigentlich ganz okay für Tageslicht. Ihr könnt aber auch auf 5500, ist ein bisschen kälter. Könnt ihr euch selber entscheiden. Ich lasse jetzt mal 6000 Kelvin eingestellt. Die minimale ISO stelle ich immer auf 100, logisch. Maximale ISO ist hier auf 1600 gestellt. Das ist meines Erachtens nach auch für die Hero 11 zu viel, zu hoch. Möglichkeit wäre 800. Ich stelle auf 400. Das ist hier ein bisschen fummelig, weil die Wege natürlich relativ klein sind, die man hier zurücklegen kann, wenn man da drüber fährt. Ich muss aber sagen, das Touchscreen hat sich auch ein bisschen verbessert im Vergleich zu 10. Es geht ein bisschen einfacher. Also da würde ich ISO 400, wenn ihr schon wisst, ihr kommt in dunklere Bereiche, dann stellt auch auf 800, es geht schon noch. Und man kann ja im Nachgang auch noch ein bisschen entrauschen, wenn man das möchte. Die Schärfe würde ich tatsächlich entweder auf Mittel oder auf Niedrig stellen, weil ich finde, GoPro überschärft die Bilder sehr gern. Also wenn man auf Hoch stellt, das geht für mein Empfinden gar nicht. Mittel ist so ein ganz guter Kompromiss bei der Hero 11, besser als bei der Hero 10. Ich habe es auch oft so, dass ich es auf niedrig stelle und dann im Schnitt selber nachschärfe. Das müsst ihr halt für euch selber entscheiden, welchen Aufwand ihr betreiben wollt im Nachgang, wenn ihr eure Aufnahmen in der Kiste habt oder im Kasten habt, wie man so schön sagt. Ja, und dann gibt es jetzt bei der Hero 11 die Farbe natürlich, die Farbe dynamisch. Ich glaube, es heißt auch bei der Hero 10 so, bei der Hero 9 hieß es, glaube ich, noch Farbe GoPro. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und es gibt Flat. Das müsst ihr selber wissen. Flat ist ein flaches Farbprofil. Das heißt, ihr müsst im Videoschnitt euer Video graden, Color Grading machen. Das würde ich auf jeden Fall nur einstellen, wenn ihr da wirklich Lust drauf habt, wenn ihr da ja Zeit für habt. Ansonsten würde ich es deaktivieren. Ich selber filme immer im Flat, tue immer selber Color Graden. Also ich nutze auch keine gekauften LUTs oder sowas, sondern ich mache das wirklich individuell immer selber. Ich habe natürlich abgespeicherte LUTs, die ich mir selber mal gebaut habe, um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen und am Ende dann vielleicht nur immer noch Nuancen zu korrigieren. Aber das sind alles meine individuell angelegten LUTs, die ich selber quasi mir angelegt habe. Deswegen bleibt bei mir die Kamera auf Flat. Ich finde aber auch das Farbprofil natürlich sehr schön. Ich mag das halt nicht, mit den Standardprofilen zu filmen. Mache ich auch mit meinen Sony-Kameras nicht, sondern grade da auch selber. Weil ich immer denke, ich will nicht alles so 0815 aus der Kiste, sondern ich möchte auch ein bisschen was ja noch dafür tun und dem Ganzen so einen individuellen eigenen Touch geben. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Ich lasse es jetzt hier mal auf Flat. Dann haben wir RAW Audio, lasse ich bei mir immer auf aus. Wind, wenn ihr die integrierten Mikrofone nutzt, könnt ihr auf Automatik lassen. Oftmals ist es aber bei zu starkem Wind dann einfach so, dass man die Stimme nicht mehr hört, sondern durch die Rauschreduzierung, die dann aktiviert wird, ja, alles ziemlich abgehackt wird, was stimmtechnisch so aufgezeichnet werden soll. Kompatibel ist natürlich der Media Mod, der auch schon bei der Hero 9 und der Hero 10 funktioniert hat. Den könnt ihr hier wieder nutzen an der Hero 11. Und das Mikrofon, was ihr dort zur Verfügung habt, ist wirklich sehr, sehr gut und kann ich sehr empfehlen. Und ja, das wäre auf jeden Fall für die Leute, die vloggen möchten, eine Geschichte, die ihr nutzen könnt. Dann habt ihr hier noch Shortcuts und die belege ich mir tatsächlich immer. Oben rechts mache ich aber nicht Hypersmooth, sondern oben rechts mache ich immerhin die Belichtungskorrektur. Falls es draußen doch mal
dunkler wird, beziehungsweise ich schon weiß, ich gehe jetzt in dunkle Bereiche, wo ich mit hellen Dingen nicht unbedingt zu kämpfen habe, dann stelle ich wieder um auf 0,0. Dadurch bekomme ich mehr Licht auf dem Sensor, ganz einfach. Ja, und oben links lasse ich tatsächlich immer Slow Motion. Das heißt, ich kann zwischen 30 und 60 FPS bei 5K locker wechseln. Das geht ganz problemlos. Objektiv lasse ich. Und unten rechts Zoom, das brauche ich tatsächlich nicht, weil ich zoome überhaupt gar nicht. Und hier könnte ich mir jetzt zum Beispiel den Weißabgleich hinlegen. Und ja, das werde ich auch genauso machen. Und damit ist das Ganze jetzt eingerichtet. Und wir haben das Standard Farbprofil, Videoprofil, Aufnahmeprofil, wie ihr auch immer wollt, bearbeitet. So, und jetzt gehen wir mal zurück und jetzt zeige ich euch mal, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Und wenn ihr irgendwas selber verstellt habt, wie zum Beispiel die Belichtungskorrektur, dann leuchtet das Symbol hier so wunderbar blau. Und jetzt könnt ihr da drauf gehen, Belichtungskorrektur auf 0 und zack, erledigt, passt. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht mehr mit 30 Frames, sondern ihr braucht eine Zeitlupe, dann geht ihr einfach da drauf, wechselt auf zweimal und habt jetzt 60 FPS und könnt damit Slow Motion. Und das Ganze wird euch hier unten auch immer in Bezug auf Auflösung und Framerate angezeigt. Cool wäre natürlich noch ein Shortcut, wo ihr quasi die Auflösung auch noch wechseln könnt, von 5K auf 3K. Dann würde ich statt Weißabgleich mir tatsächlich die Auflösung dahinlegen, weil dann muss man nicht hier reingehen. So. Und dann hier wechseln, was man natürlich auch machen könnte. Man kann sich jetzt hier noch das Profil Vollbild noch anpassen, individuell für 4K 120 zum Beispiel. Und dann geht man hier rein, wählt das aus und hat es dann. Und natürlich könnt ihr auch das Objektiv hier verstellen. Und ja, so einfach richtet man seine GoPro eigentlich ein. Ich stelle mal alles wieder zurück, wie ich es eigentlich haben möchte. Objektiv auf weit. Dann stellen wir nicht auf 24, sondern auf 30 FPS. Ja, das ist es eigentlich. Dann schalte ich die Kamera mal aus. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt das, was ich euch mal zeigen wollte, wie ich meine GoPros einrichte und dann auch verwende, damit ich sie schnell und einfach bedienen kann. Im Übrigen kann man die GoPro auch sehr gut mit Touch-Handschuhen bedienen, was zum Beispiel bei der Action 2 kaum mehr möglich ist. Funktioniert mit den GoPros sehr, sehr gut. Gibt Leute, die schimpfen auf das Touchscreen, dass es nicht immer so reagiert. Ihr habt das jetzt bei mir auch gesehen, dass es nicht immer perfekt ist. Aber das liegt auch daran, wenn man hier in so einer ungünstigen Position dann auch noch filmt und so und macht, dann ist es nicht immer so einfach. Im Normalfall komme ich mit dem Display sehr, sehr gut zurecht, mit dem Touchscreen sowieso. Auch das könnt ihr euch alles noch ein bisschen individuell anpassen. Was ich generell halt eigentlich auch mache, ist, dass ich die LED vorne deaktiviere, die rot blinkt. Wenn ich durch Glas filme oder gegen Glas filme, schalte ich auch das Display vorne ab. Solche Geschichten mache ich halt noch bei der Einrichtung, aber immer individuell und ja, nie festgelegt, sondern immer so, dass ich schnell wechseln und tauschen kann. Und ja, dann nutze ich das auch sehr, sehr viel. Wir nutzen ja Actioncams eigentlich mehr oder weniger nur noch als B-Roll-Kameras, wenn man so möchte, für Fahrtszenen und sowas. Da kommt die GoPro zum Einsatz und das funktioniert sehr gut. Ja, ich hoffe, das war für euch interessant. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie mir gern unten in die Kommentare rein. Ich versuche alles zu beantworten und dann hoffe ich, das Video war für euch interessant. Das Video hat euch gefallen und ja, wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, macht die Glocke an, wenn ihr wollt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.